Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte man in den europäischen Staaten andere Sorgen als die Umsetzung der Idee von den Vereinigten Staaten von Europa. Dennoch erschien bereits 1946 diese Idee wieder in der Öffentlichkeit. Der ehemalige britische Premierminister und nunmehrige Parlamentarier Winston Churchill hielt am 19. September 1946 an der Zürcher Universität eine Rede, in der die Vereinigten Staaten von Europa ausrief. Die Vereinigung europäischer Staaten und vor allem die Überwindung der Erzfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich würden Europa den Frieden garantieren. Churchill betonte aber auch, dass England diese Vereinigung unterstützen, ihr aber nicht beitreten werde. Damit waren die Weichen für die spätere und auch gegenwärtige EU-Politik des United Kingdom gelegt. Aber nicht nur die EU-Politik seines Landes beeinflusste Churchill, sondern mit dieser Rede initiierte er den Anfang des europäischen Integrationsprozesses. Viele ehemalige Europäer, darunter auch Coudenhove-Kalergi, begannen wieder an der Verwirklichung der Vision Europa zu arbeiten. Erste Erfolge zeichneten sich am Haager Kongress vom 7. bis 10. Mai 1948 ab. Hier trafen sich die als Folge von Churchills Rede gegründeten Europabewegungen. Das United European Movement, UEM, unter der Führung von Duncan Sandys, dem Schwiegersohn von Winston Churchill, und der Union European Federalists, UEF, gegründet von der Mehrzahl ehemaliger Widerstandskämpfer. Während die UEM einen Staatenbund forcierte, planten die Föderalisten, die UEF, einen Bundesstaat. Zunächst sollte sich der britische Gedanke des Staatenbundes durchsetzen, als am 3. August 1949 der Europarat seine Arbeit aufnahm. Dieser Gedanke des Europarates wurde vom United European Movement forciert. Der Europarat war ja von Winston Churchill sozusagen gedacht als ein Vorläufer für ein einigeres Europa. Diese Ambition ist eigentlich am mangelnden Instrumentarium gescheitert. Die klassische internationale Zusammenarbeit in einer internationalen Organisation hat die Integration nicht zu Wege gebracht, die notwendig war. Der Europarat hat allerdings auf zwei Gebieten einen entscheidenden Beitrag geleistet. Das eine ist, dass die Europäische Menschenrechtskonvention mit ihren Zusatzprotokollen und ihrer damals revolutionären Menschenrechtsgerichtsbarkeit den Maßstab gesetzt hat für Menschenrechte in Europa. Also die Europäische Menschenrechtskonvention ist Teil des Ordre Public Européen, also der öffentlichen Ordnung, ist der Maßstab, ist ein Teil der Leitkultur Europas und Mitglied in der Europäischen Union kann nur werden, wer die Europäische Menschenrechtskonvention mit all ihren Zusatzprotokollen ratifiziert hat und beobachtet. Das ist also der eine große Beitrag. Der andere Beitrag ist, dass der Europarat sich auf die Einhaltung der demokratischen Standards nach der europäischen Tradition der repräsentativen Demokratien, die in Europa ja die Regel sind, diese Standards hat der Europarat entwickelt und er hält auch Wacht darüber. Und dieser Europarat geht heute weit über die Europäische Union hinaus und ist auch das Bindeglied nach Mittel- und Osteuropa und damit eigentlich die übergreifende gesamteuropäische Einrichtung, auf die wir auch heute noch stolz sein können. Das wichtigste Produkt des Europarates, der seinen Sitz in Straßburg hat, stellt die Europäische Menschenrechtskonvention dar, die EMRK. Österreich konnte dem Europarat erst nach Erlangen seiner staatlichen Souveränität beitreten, und zwar im Jahr 1956. Der EMRK trat Österreich im Jahr 1958 bei. Allerdings war Österreich bereits Akteur im Vorfeld der europäischen Integration, als es darum ging,
Europa eine finanzielle und wirtschaftliche Hilfestellung für den Aufbau seitens der Vereinigten Staaten von Amerika zu gewährleisten. Im Februar 1947 hielt der amerikanische Außenminister George Marshall eine Rede an der Harvard University, in welcher er die Unterstützung der USA für den Wiederaufbau Europas zusicherte. Als Bedingung forderte er die Gründung einer europäischen Organisation, die sich aus den Staaten zusammensetzen sollte, die diese Hilfe erhielten. Die Sowjetunion lehnte dieses Angebot unter Molotow ab und drohte mit dem Ausbruch des Kalten Krieges, sollte es zur Gründung dieser Organisation kommen. Die westlichen Staaten ließen sich nicht beeindrucken und gründeten am 16. April 1948 die Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit, die OEEC, in Paris. Obwohl Österreich noch kein souveräner Staat gewesen war, war es Gründungsmitglied dieser Organisation und beschritt hier einen Weg, den Manfred Rauchensteiner als Sonderfall Österreichs bezeichnen wird. Dergestalt wurde Österreich Empfängerland der sogenannten Marshallhilfe und bekam die zweitgrößte Pro-Kopf-Zuteilung nach Norwegen. Dies verdankte man einer Frau, die im Wirtschaftsministerium tätig war und später einen Teil österreichischer Geschichte schreiben sollte, Margarete Ottilinger. Der Beitritt Österreichs zum Europarat war ein sehr wichtiger Schritt der österreichischen Außenpolitik, denn vergessen wir nicht, im Jahr 1956 lag der Zeitpunkt der Erklärung der Neutralität erst ein Jahr zurück. Das heißt, wir haben uns durch die europäische Landschaft getastet als neutrales Land. Und der Beitritt zum Europarat war ein sehr klares Bekenntnis zu der eigentlich seit Anbeginn verfolgten Westorientierung Österreichs. Das heißt, der Teilnahme unter an den verschiedenen Formen der europäischen Integration. Und der Europarat war ja das erste Organ, das sich auch auf der politischen Ebene der Integration gewidmet hat. Und es war daher der Beitritt Österreichs damals ein wichtiges Signal, in welche Richtung Österreich gehen will, außenpolitisch. Und es ist ja bemerkenswert, dass zum Beispiel die neutrale Schweiz, die Österreich als Vorbild gegolten hat, erst nach Österreich dem Europarat beigetreten ist. Und wir haben von allem Anfang an dann eine sehr aktive Rolle im Europarat gespielt, bis dorthin, dass ja bisher schon drei Österreicher Generalsekretäre des Europarates waren. Also wir haben diese Mitgliedschaft immer sehr ernst genommen, auf der Regierungsebene, aber auch auf der parlamentarischen Ebene, denn der Europarat war die erste Organisation der europäischen Integration, die auch ein parlamentarisches Organ besessen hat. Das heißt, es war keine Zusammenarbeit nur auf Regierungsebene, es waren auch die Parlamente, so die Volksvertreter im Europarat vertreten. Also aus all diesen Gründen war das damals ein sehr wichtiger Akt. Es gab natürlich gewisse Einwände, allerdings kamen sie eher aus Österreich, dass manche gemeint haben, das sei unvereinbar mit der Neutralität Österreichs. Aber die damalige Bundesregierung hat sich über diese Einwände hinweggesetzt und hat also eben diesen Beitritt vollzogen. Es gab aber keinen Druck seitens der Sowjetunion, vielleicht ein Stirnrunzeln, aber nichts, was uns davon hätte abhalten können. Doch zurück zum europäischen Integrationsprozess. Wirtschaftlich durch Gründung der OEEC waren bereits erste Weichen in Richtung Integration gesetzt worden, wie auch politisch durch den Europarat. Den Gedanken der Widerstandskämpfer aufnehmend, Abgabe von Souveränität an eine supranationale Organisation, präsentierte der französische Lobbyist Jean Monnet seinem Außenminister Robert Schuman den Plan, die französische und deutsche Kohle- und Stahlindustrie zusammenzulegen und die Produktion einer übergeordneten Behörde überantworten zu wollen. Damit wären die Schlüsselindustrien für den Krieg einer supranationalen Kontrolle unterstellt, ein möglicher Krieg endgültig ausgeschlossen. Robert Schuman ging einige Tage später, am 9. Mai 1950, mit dieser Idee an die Öffentlichkeit, nachdem er zuvor die Zustimmung des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer erhalten hatte. Daraus erwuchs die Idee, dass als Friedensprojekt, intellektuell von Monnet, Jean Monnet angestoßen,
die Grundlagen für den Streit zu beseitigen, indem man eine Gemeinsamkeit von Kohle und Stahl Anfang der 50er ist das geschehen schafft. Aus dieser ist dann mit den Römer Verträgen die EWG und aus ihr heraus die Europäische Union, so wie wir sie heute samt Eurozone kennen, entstanden. Wir haben ihn alle sehr sympathisch empfunden. Ja. Er hat sehr gut Deutsch gesprochen, denn er ist ja, möchte ich sagen, er stammt aus der elsässischen Minderheit in Frankreich. Und das, was uns am meisten imponiert hat, war seine Großzügigkeit gegenüber allen Staaten und Völkern. Frankreich trat mit der Bundesrepublik Deutschland, Italien und den Benelux-Staaten in Luxemburg zu Verhandlungen zusammen, deren Ergebnis die Vertragsunterzeichnung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS oder Montanunion, am 18. April 1951 darstellte. Dabei handelte es sich um die Gründung der ersten supranationalen Gemeinschaft Europas, da sechs europäische Staaten bereit waren, ihre Souveränitätsrechte im Bereich Kohle und Stahl an eine hohe Behörde abzutreten. Diese EGKS, auf 50 Jahre bis zum 23. Juli 2002 geschlossen, verfügte über eine Organisationsstruktur mit Rechtsetzungskompetenz. Dadurch wurde nicht nur der Grundstein für die Organisationsstruktur der heutigen Europäischen Union gelegt, sondern auch für einen neuen Rechtsbereich, dem Europarecht bzw. Unionsrecht.